Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Talkformat hier in Neukirchen am Großvenediger. Wir befinden uns am letzten Tag des Trainingslagers. Bei mir ist Sebastian Freis, unser Bereichsleiter Profis. Ja, Basti, das Trainingslager neigt sich dem Ende zu. Wie blickst du denn auf die erste Zeit der Vorbereitung zurück, vor allem hier natürlich aufs Trainingslager? Ja, wie man sieht, die Bedingungen hier waren für uns einmal mehr hier im Wildkugelressort in Österreich hervorragend. Wir konnten im Prinzip alles umsetzen, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben. Waren athletische Inhalte dabei, waren taktische Inhalte dabei, waren Teambuilding-Maßnahmen dabei. Dadurch konnten wir die neuen Spieler, die zu uns gestoßen sind, sehr, sehr gut integrieren. Wir hatten bis jetzt 2 Testspiele gehabt gegen starke internationale Gegner. Da haben wir schon gesehen, woran wir noch intensiv arbeiten müssen. Aber wenn ich sehe, wie die Mannschaft und das Trainerteam insgesamt auf dem Platz stehen, mit welchem Engagement und mit welchen Emotionen, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Saisonstart gegen Nürnberg eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stehen haben und da erfolgreich sein werden. Du hast die neuen Spieler angesprochen. Das ist ja schon eine deiner Kernaufgaben, dass du jetzt so diese strategische Kaderzusammensetzung auch machst. Wie schaust du denn da jetzt auf die noch laufende Transferperiode bisher zurück? Ja, der Hauptfokus gerade bei den Neuzugängen lag natürlich auf der Umsetzung unserer klar konzipierten Strategie. Das oberste Ziel in der Kaderzusammenstellung ist immer, einen erfolgsversprechenden und leistungsfähigen Kader zusammenstellen, der dann auch in der Saison funktioniert. Und wir brauchen, das habe ich auch öfter betont schon, einfach einen guten Mix aus Erfahrungen, aus Spielern mit Führungskompetenz und dann auch junge Spieler, hungrige Spieler, die für uns einen sportlichen und auch einen wirtschaftlichen Wert darstellen. Und auf dem Transfermarkt sieht die Realität natürlich manchmal ganz anders aus. Man braucht pragmatische Lösungen, aber wir haben es geschafft, durch eine gute Zusammenarbeit aus sportlicher Führung, gemeinsam mit dem Scouting und mit dem Trainerteam einfach gute Entscheidungen zu treffen. Wir konnten auch die gute Rückrunde nutzen, wo wir frühzeitig Planungssicherheit haben, den Kader schon voranzutreiben, sodass wir zum aktuellen Stand jetzt noch 1 bis 2 Stellen offen haben, die wir noch besetzen wollen, bis es dann wirklich losgeht. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr zuversichtlich mit der Kaderzusammenstellung, mit dem jetzigen Stand, dass wir da erfolgreich sein können. Du hast jetzt schon unsere Neuzugänge angesprochen. Wir haben mit Häuser, Bauer, Rupp ein paar Leute fest verpflichtet, aber mit beispielsweise Conte oder Hunziker auch einige Leihgeschäfte wieder gemacht oder Lasse Günther auch. Was sind da so die Hintergründe dazu? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Ja, auch die Leihgeschäfte können uns auf mehreren Ebenen Vorteile bringen. Es gibt zum einen die sportliche Ebene, wo wir Vorteile generieren können, dadurch, dass wir Spieler bekommen, die wir sonst vielleicht am Transfermarkt nicht bekommen, mit besonderer Qualität. Wir haben der zweite Vorteil ist in wirtschaftlicher Hinsicht, da doch die abgebenden Vereine auch uns beim Gehalt entgegenkommen können. Wir können U23 TV-Gelder durch junge Spieler generieren, die wir ausleihen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Weiterverkaufsbeteiligung dadurch zu bekommen, dass wir die Spieler ausbilden. Also man sieht, auf mehreren Ebenen können wir da Vorteile generieren. Es gibt auch noch eine strategische Komponente, insofern, dass wir keine Kaderplätze für unsere eigenen Talente blockieren mit kurzfristigen Leihen. So hat es auf mehreren Ebenen einfach Vorteile für uns, die wir versuchen nutzen zu wollen. Und die Vergangenheit hat uns da auch gezeigt, mit Beispielen wie David Herold, wo du genannt hast, mit Paul Nebel, mit Igor Matanovic, dass die Leihgeschäfte einfach auch Erfolgsgeschichten für uns sein können. Und das gleiche Ziel verfolgen wir natürlich auch mit den Leihgeschäften dieser Saison, dass die Jungs, die wir ausgeliehen haben, dass die sich gut entwickeln und dass wir auf den verschiedenen Ebenen, die ich eben skizziert habe, dass wir auch als Verein davon profitieren können. Und wir haben jetzt nicht nur Neuzugänge im Profikader, sondern wir haben auch 2 neue Gesichter im Team, um das Team herum. Vielleicht kannst du da auch einfach mal sagen, wen wir da uns noch ins Boot geholt haben. Ja, wir haben nicht nur versucht, unseren Kader zu optimieren, sondern auch die Strukturen wieder außerhalb nochmal zu verbessern. Wir haben mit Marius Emnet nochmal einen Physiotherapeuten dazu bekommen, der die Führung des Teams übernimmt in der Physiotherapie. Und mit Sebastian Saglimbeni haben wir noch einen Top-Analysten dazu bekommen von Eintracht Frankfurt, der uns da unterstützt, in der Video- und Live- und in der Datenanalyse den nächsten Schritt zu gehen und den Jungs auch hilft, sich so zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Danke dir, Basti, für deine Zeit. Wir hoffen, wir konnten einen kurzen Einblick in unser Trainingslager hier geben. Wir sagen erstmal Servus aus Neukirchen und wir sehen uns wieder in Karlsruhe. Dankeschön.